Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in unserem Vorort unterwegs und haben ihn hier weiter ausgebaut. So als Unterstützung für unsere Hauptstadt, die hier auch weiter wächst, wie ihr seht. Oh mein Gott, das sieht schon richtig krass aus. Und genau, ich würde vorschlagen, da es hier in unserer Hauptstadt gerade nicht so gut weitergeht, ich meine, wir können es mal gerade öffnen. Machen wir es mit dem Vorort erstmal weiter. Aber ihr seht, es ist auch schon eine Metropole. So, ihr seht das, ne? Die Nachfrage ist tatsächlich nicht da. Ihr seht es, ne? Und genau, aber das hier werde ich jetzt erstmal nochmal bereinigen. Dass wir den Lehrern mal ein bisschen mehr Geld geben. So. Genau, kurzer Blick in die Hauptstadt. Wie gesagt, die Nachfrage ist nicht so doll. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal zurück in den Vorort und bauen den weiter aus, tatsächlich. Weil, wie wir gemerkt haben, bringt das tatsächlich was, wenn wir den Vorort weiter ausbauen. Ganz genau, und da würde ich vorschlagen, ja, ihr seht es, ne? Also die Einwohnernachfrage ist wirklich krass hier. So. Aber die fangen halt auch an, arbeitslos zu werden, ne? Das ist auch ein bisschen komisch. So, wir müssen aber mal gucken, tatsächlich. Ja, die. Ja, wobei. Was ist hier wieder los mit? Nix. Okay. Genau, also wir können hier tatsächlich weiterbauen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das einfach mal. Jo, Freunde. Oh, diese Straße kaputt. Warum sagt mir das denn keiner? Mensch. Jawohl, also weiter geht's mit SimCity 4 nach dem großen Finale von Silent Hill, was wirklich, ja, krass war, meiner Meinung nach. Und der deshalb wieder, ja, schön entspannen hier. Das ist wieder mein Tagesausgleich hier. SimCity 4 schön. Diese Woche tatsächlich mit 3 Folgen. Weil halt Silent Hill vorbei ist und nicht das Finale so plötzlich kam. Und ich mir noch keine Gedanken um ein Nachfolgeprojekt gemacht habe. Ja, das ist dann halt so, wenn das Finale so plötzlich kommt. Ne? Da müsst ihr mich leider verstehen. Aber nun gut. So, warum zieht ihr nicht ein? Habt ihr keinen Bock, neben der Industrie zu wohnen? Oder braucht ihr einfach Bäume? Ihr braucht einfach Bäume, okay. Ja, sehr gut. Ja, da haben wir wieder unseren schönen Vorort. Wir brauchen ein massig Hightech-Industrie, ne? Ihr seht das. Wir brauchen massig Hightech-Industrie. Das sind alles Reiche, ne? Ja, alles reiches Ruhrgebiet hier. Und genau, wir machen mal ein Luxus-Polizeirevier. Ist auch nicht gerade klein, die Map. Also tatsächlich, ja. Da oben ist doch schon eine Feuerwehr, jawohl. Nicht gerade klein. So, Krankenhausabdeckung ist auch schon gegeben. Dann brauchen wir nur noch. Wartet mal, wir brauchen vielleicht. Haben wir eine Uni, die wir bauen können? Wir haben doch eine Uni. Gebetshaus können wir auch bauen. Wir haben doch eine Uni. Rathaus müssen wir noch bauen. Genau so. Wir haben noch die ganzen Stadterweiterungen. Oder haben wir die Uni schon? Die Uni haben wir schon. Okay, ja gut, das ist natürlich sehr gut, ja. So. Okay, das heißt, ihr habt hier eine Grundschule, ihr braucht noch eine weiterführende. Und dann können wir uns, dann müssen wir auch relativ schnell weiterbauen. Okay. Weil, wie gesagt, wegen der Steuergeldern. Ne, das ist uncool. Tatsächlich, wenn man da so viel Minus hat. Aber hey, das kriegen wir alles hin. Kein Thema, Freunde. Wobei, da oben brauchen wir eigentlich. Ja, nee, da oben brauchen wir keine Bushaltestelle. Wir brauchen die Verkehrsanbindung hier in der Mitte. So, wir machen einfach schön schnell weiter hier. Weil nicht, dass die Finanzprobleme uns wieder hier vor Herausforderungen stellen. Sagen wir es mal so. Ich
würde das ganz gerne nämlich so beibehalten, wie es ist. So. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Wie es in unserem kleinen Vorort jetzt tatsächlich weitergeht. Um dem letztendlichen Ziel ein ganzes fettes Stück näher zu kommen, und zwar, ja, der Fertigstellung der großen Hauptstadt. Und, würde ich vorschlagen, so, machen wir genauso weiter, genau da, wo wir aufgehört haben. So, und dann müsste ich, nachdem wir jetzt hier dieses nächste Wohngebiet fertig haben, müsste ich einmal kurz gucken, wie es aussieht mit Müll und so. Na, Luftverschmutzung. Wasser haben sie? Ja, muss aber auch wieder. Oh ja, Nachbarschaftshandel. Wasser. Shit. Shit, okay. Alles klar. Planänderung. Wir brauchen mehr Wasser hier. Ist jetzt natürlich die Frage. Ja doch, das passt. Wir können doch erstmal hier so was, genau, 15.000, meine Güte, da werde ich wahrscheinlich wieder hier den hier machen müssen. Genau, wenn ich wieder den hier, ach du Kacke, ja, warum? Hä? Warum sind wir jetzt auf einmal im Minus? Das wundert mich jetzt tatsächlich. Warum? Naja, wartet mal. Nee, wir gehen hier nochmal raus. Ach. Ja, komm. So. Wir gehen hier einfach mal raus und machen mal hier nochmal den hier und bauen da gleich da oben direkt eine Feuerwehr hin. So, weil eigentlich müssen wir doch mehr Geld reinkriegen. So, wir bauen hier oben eine Feuerwehr hin, damit das nicht anfängt zu brennen. Wir haben jetzt hier unten die große Wasserpumpe. Wir können sogar noch eine aufstellen. Ja. Dann können wir uns nämlich hier... Ach, wegen den blöden Umweltschützern. Ah, ich hasse sie. Sorry, aber ich hasse sie. Moment. Mach mal bitte hier ein Klärwerk, verdammt. 15.000 kostet das. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Verdammte Umweltschützer. Legen die einfach die Wasserpumpe drauf. Was soll das? Aber ja, Wasserverschmutzung ist halt. So. So, dann machen wir nochmal. Machen wir nochmal langsam. Machen wir nochmal ganz langsam. Ja, ich muss von der Hauptstadt wieder hier Wasser kaufen. Das ist ganz normal. So. Ja, das ist... verdammt. So. Okay. Aber nicht schlimm. Wir können hier weitermachen. Das ist kein Thema. Wir müssen halt, ja, Wasser kaufen. Ne? Nachbarschaftshandel hier. Wasser... Warum? Warum lasst ihr mich kein Wasser kaufen? Hä? Lasst mich doch Wasser kaufen. Die Gebäude gehen... Jetzt. Okay, ja, sehr gut. Okay, ihr könnt bitte wieder einziehen. Danke. Puh. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier auch wieder ein Plus. Wunderbar. So soll das sein, liebe Freunde. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch tatsächlich in der aktuellen Zeit noch gut geht. Mir geht es mittlerweile wieder was besser tatsächlich von der letzten Mal. Und ja, freut mich einfach, dass wir jetzt hier wieder aufnehmen können, ne? Da kommen sie doch schon wieder hier, die Reichen. Ja, ja, das sind nur Reiche. Gewerbenachfrage ist auch wieder... Ja, ja. Nicht so toll, aber... Aber die wollen arbeiten, die Leute. Das heißt, wir müssen hier... ein riesen fettes Industriegebiet nochmal reinmachen. So, mit Hightech-Industrie drin. So... Wasser ist da. Okay, dann braucht ihr noch eine Verkehrsanbindung, eine vernünftige. Zack, 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 zack.
Oh, und wir haben Blackout, sehe ich gerade. Alles klar. Dann so. Und nach Müll wollte ich ja gucken, ne? Warum kann ich hier wieder nicht... Moment. Müll? Müll, Müll, Müll? Na, ist noch alles okay. Ist noch alles gut. Zack, zack, zack. Schön mit U-Bahn verbinden alles, damit er auch schön schnell an die Arbeit kommt. Jawohl, Freunde, das macht Spaß. Das macht schlicht und ergreifend Spaß hier. So. Findet ihr nicht? Also mir als Let's Player macht dieses Projekt extrem viel Spaß. So, dann machen wir nochmal ein paar Parks hier hin, damit ihr auch hier, euch hier mal aufbaut. Oder braucht ihr tatsächlich eine eigene Feuerwehr? Das wär's, ja. Oh, tatsächlich. Okay, krass. Okay, da habt ihr eure Feuerwehr. Da habt ihr eure Feuerwehr. Dann Bäume, Bäume, Bäume. So, und dann könnt ihr euch aufbauen. Sehr gut. Wir gucken mal gerade, wie es aussieht. Nix. Okay. Luftverschmutzung. Auch eigentlich nix, ne? Nee. Nix. So, steuerbedingte Schließung. Büros und Geschäfte machen abends zu. Ja. Steuersenkung. Soll man eine Steuersenkung für Gewerbe machen? Nee, das hat eigentlich keinen Zweck. Es hat keinen Zweck. Nee. Gut, aber das ist jetzt halt so. Das ist jetzt halt das Blöde. Wartet mal, habe ich das Industriegebiet vielleicht falsch aufgestellt? Obwohl ein Riegel geht noch. So. Genau. Was ist denn hier mit euch wieder los? Pendelverkehr lang, der Verkehr zu euch hoch. Ja, können wir ja geredet. Hoch, hoch, gering. Verschmutzung gering. Ja, ich glaube, ihr wollt später einfach Bäume haben. was wollte ich sagen? Shit, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Oh Mann. Ja, das ist mal wieder typisch hier. Genau, wegen der Bildung. Das habe ich vielleicht ein bisschen ungünstig platziert hier, der Schule, wenn wir da direkt daneben ein Industriegebiet machen. Aber... ist ja nicht schlimm. Wir sind ja im Plus. Es ist ja so gesehen eigentlich alles gut. Ne? Oder sollen wir hier auch eine große... einen großen, große Stadt draus machen? Das war da... Ja, wobei... Dann geht aber der Charakter von einem Vorort flöten, ne? Oh, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal... Bäume-Trick über die gesamte Stadt. So, Bäume, 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 Bäume. Mal gucken, was das bringt. Einiges, denke ich mal, ja. Ja, guckt euch das an. Guckt euch das an. Bäume sind eigentlich immer gut. Ja, schaut euch das an. Okay. Sehr gut. Ja, die sind alle arbeitslos, ne? Das ist dann halt das Ding. Der Bildung los hier? Ja, die sind halt neu dazugekommen jetzt, ne? Ganz klar. Wir warten einfach. Oh, und guck mal, da kommen die ersten Hochhäuser. Beziehungsweise ja, die ersten kleinen, kleineren Hochhäuser hier. Jungbu Estate. Finde ich gut. So, hier geht gerade ein Kommentar rein. So. Ah, okay. Beantworte ich gleich. So, Freunde, ja. Gut, was können wir denn noch? Oder sollen wir die Hightech-Industrie tatsächlich auslagern? Ich bin jetzt tatsächlich unschlüssig. Sollen wir hier eine reine Einwohnerstadt machen, oder? Welches Problem kann nuklear gelöst werden? Neuer Grund für ein Gericht. Ja, Gerichtsgebäude nehmen wir gerne. Das macht nämlich wieder mehr Zufriedenheit, glaube ich. So. Jawohl.
Und da können wir hier tatsächlich. Ja, wobei, müssen wir hier vielleicht nochmal neue Schulen aufbauen, oder? Weil ich das ein bisschen blöd gesetzt habe hier, ja. Boah, die Grundschule schon alleine, dass die so viel kostet. Annehmen. Dass die Grundschule alleine schon so viel kostet. So, aber ich denke. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Ich hab's halt verkackt, jetzt gerade eben hier. Von daher. Ich meine, wir sind bei 200.000, ist es ja noch alles gut. Aber trotzdem, das ist scheiße geplant eben gewesen mit den Schulen hier. Aber. Oh, und die sind gar nicht verbunden. Guck mal, die habe ich noch gar nicht verbunden hier. So. Machen wir hier mal weiter. Und bauen direkt neue Einwohner auf hier, damit die schön schnell die Steuern zahlen, damit wir diesen Konzeptionsfehler von hier ausgleichen können. So, und, genau, dann machen wir das so und so. Bäume, Bäume, Bäume. Und da kommen sie nämlich auch schon wieder, denke ich. So, dann, Freunde. Ja, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns tatsächlich beeilen, was das angeht. Okay. Das wird jetzt gerade ein bisschen unbequem. So, machen wir es mal so. Kommt schneller, zieht schneller ein, los. Ich will nicht in die Wiesen geraten, deswegen, jetzt wegen diesem einen blöden Fehler. So. Aber ich denke nicht, dass was ins Miesel. Ah, doch. Na, wobei. Das kann echt so weit kommen, ne? Wenn wir das mal angucken, uns die Finanzen. Wenn wir uns die Finanzen angucken, dann kann das echt bald schon so weit sein mit dem Miesen. Ja. Leute, was ist los mit euch? Mach mal die Bildung ein bisschen runter. So, puh, okay. So, jawohl. Ach, guck mal, da kommt wieder. Ha, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, genau so. Oh, was kommt denn da jetzt für Gebäude? Schick. Schick, schick, schick. So, dann. Geht es mal weiter. Ja, macht aber trotzdem Spaß, ne? Also das Ganze hier ist ja für einen guten Zweck, sage ich jetzt einfach mal. Nämlich für unsere Hauptstadt, von daher kann man sowas mal in Kauf nehmen, sage ich mal. So, 3x3, ach, wieder Fehler gemacht. Ja. Gut. Ist nicht weiter schlimm, da haben die Leute halt mal ein bisschen mehr Grünfläche hier zur Verfügung. So. Ja, ihr seid arbeitslos. Ich weiß. Ich weiß. Ach ja, das ist immer so ein Thema in so einem Vorort, ne? Dass man irgendwie möglichst viele Jobs hat, aber dann auch möglichst nah an den Häusern der Einwohner. Aber dann wieder nicht zu nah, dass sie meckern, dass sie zu nah an einem Arbeitsplatz wohnen. Also irgendwas. Ja, man kann es nicht allen recht machen, das wollte ich damit sagen. So, dann. Ah, wieder Konzeptionsfehler. Ich bin irgendwie nicht so konzentriert heute, das tut mir leid. So, aber Wasser haben sie alle, ist gut. Aber wieso, ist doch gut, dass wir hier ein paar Parks noch mit reinmachen, ne? So. Jawohl. Oh, Bandagenblues habe ich da gesehen. Ja, Bandagenblues. Ja, ihr seid voll. Okay. Ihr seid voll. Was machen wir da? Da müssen wir tatsächlich dann das hier leider ersetzen durch ein Krankenhaus. Es tut mir leid. So, zack. Ja,
Okay. Dann verteilt sich aber die Arbeitslast so ein bisschen. Das ist sehr gut. Aber die Bildung kann eigentlich noch weiter runter, aber. Ach, hier unten brauchen wir auch Polizei und Feuerwehr noch, sehe ich gerade. Dadurch, dass der Hubschrauber hier so rumfliegt, ne? Polizei, Feuerwehr. Moment, Polizei. Ja, aber auf jeden Fall. Feuerwehr auch, oder? Ja, doch, komm. So. Dann haben wir auch keine Kriminalität mehr, zumindest nicht so viel. Ja, und dann. Wir haben wieder eine Bürger. Boah, 59.000. Das ist übel. Lassen wir erstmal. Oh, das sieht auch schick aus. Das Braccia-Gebäude. Okay. Ja, Leute. Generiert mal Gewerbenachfrage. Was ist denn hier los mit euch? So, Bildung. Boah, ja. Alle neu hinzugezogen, deshalb. Wir warten mal. Wir warten mal. Haben wir zufällig eine Vorschule oder so? Oder eine Privatschule? Nee, aber eine städtische Hochschule werden wir brauchen. Shit. Ja, dann mach. Komm. Wir machen einmal den hier. Und gucken mal, wie viele Schüler da überhaupt hingehen. Gar nichts. Okay, ja gut. Dann kann das runter. So. Dann kann das runter. Und dann haben wir wahrscheinlich wieder ein Problem, wenn es, wie ich es hier gerade so sehe, oder? Nö, ist immer noch unten. Okay, der Müll ist immer noch unten. Die sind alle zufrieden. Nur die Neuen, ne? Nur die Neuen, die wollen nicht so wirklich. Ja, das ist komisch. Na komm schon. So. Öffnet mal neue Betriebe hier. Aber mir kommt eine andere Idee tatsächlich. Wenn die hier alle an dieser Kante arbeitslos sind, ne, dann bedienen wir doch einfach hier ja, die Hightech-Industrie-Nachfrage. Indem wir hier eine Hightech-Industriestadt aufbauen. Und ich würde sagen, können wir gerne so machen. So, okay, Freunde. Ja, dann erwartet mal zufällig eine Connection zur Supportstadt. Haben wir! Ach, das ist so gut, Freunde. Diese Supportstadt hier unterstützt dann drei fremde Städte. Dieses blöde Ding hier muss weg. Und irgendwie so viele Kosten hier. So, wir machen es aber nochmal so. So, dann brauchen wir eigentlich eine große Wasserpumpe für da unten. Eine große Wasserpumpe einfach hier unten hin. So. Und mit der Nachbarstadt verbinden. So, das heißt, wir können wieder hier raus. Und Handel hiermit betreiben. Sehr gut. Okay, dann. Ja, da oben ist die Stromleitung. Sehr schön, Freunde. Sehr schön. Das heißt, jetzt kann es hier mit dem Wachstum von Hightech-Industrie ordentlich abgehen. Aber bevor ich das jetzt mache, mal hier einmal ganz kurz. Das geht, das wird abgehen, das sage ich euch. So, dann Industriefläche. Hightech-Industrie. 51.200, dann haben wir hier in der Mitte noch eine Feuerwehr für euch. Ganz genau. Einmal so. Und Wasserleitung legen, ganz wichtig. Und Stromleitung vor allem. Ah, komm schon. So, Spiel. Alles klar. Und einmal Wasserleitung. So.
Ja, und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. In unserer schönen, schönen Region. Wir machen mal Nachbarschaftshandel. Wie, Wasser können wir nicht kaufen? Warum nicht? Warum können wir kein Wasser kaufen? Warum nicht? Wasser ist, wird benötigt. Wasser ist ein sehr dringendes Gut, tatsächlich. Warum können wir hier Nachbarschaftshandel? Wasser. Ja, Müll, okay. Aber wir können hier noch ein bisschen Müll importieren. Wasser, Kleinsibiter, neue Stadt, neue Stadt. Moment, das habe ich jetzt weggedrückt. Ich wollte das eigentlich. So, Müll, Handel importieren. So, annehmen. Ist da irgendwie die Verbindung nicht korrekt oder? Ach! Ah, ist nicht mit Strom verbunden. Super, ne? Ganz toll. Ganz toll. So, machen wir nochmal die schwarze Null. So, okay. Ja, toll. Das ist natürlich, da kann es natürlich auch liegen. Nachbarschaftshandel. Da ist es. Wasser. Sehr schön. So, da könnt ihr kommen. Da könnt ihr eigentlich kommen. Ihr wollt aber noch Parks haben. Und dann geben wir euch noch ein paar Parks. Ja, ihr wollt Parks haben. Alles klar. Ich weiß das schon. Ich kenne das schon. So, Nachbarschaftshandel, Energie kaufen. So, ui, und Wasser auf jeden Fall. Ja, das geht jetzt schnell. Das wird jetzt schnell gehen. Weil wir brauchen halt extrem viele Ressourcen für unsere Hightech-Industrie. Ne? Das ist es. Das ist der springende Punkt hier. So. Wunderbar. Dann Bäume, Bäume, Bäume. So, Bäume-Trick. Und wieder Wasser benötigt. Ja, das ist ganz toll, ne? So, wunderbar. Dann sind wir jetzt erstmal auf einem grünen Zweig. Ich denke mal, wir müssen den Müll auch nochmal. Ist jetzt die... Mach mal Handel abbrechen, bitte. Das ist jetzt die Frage... Welche Stadt ist für den Müll da? So. Ah, hier, okay. Nee. Müll. Handel initiieren. So, okay. Das heißt, hier kommen wir langsam auch wieder auf einen grünen Zweig. So. Ja, da kommen sie doch wieder, die Betriebe hier. Ah, und die Nachfrage geht zurück. Seht ihr? Die Nachfrage geht tatsächlich zurück. So. So, wie sieht es mit Feuerschutz aus? Ja, passt. Das heißt, dann brauchen wir wieder, mal wieder, Parks ohne Ende. Einfach an die Kreuzungen. Weil ihr ja so wählerisch seid. So. Aber, da sind sie eingezogen. So, okay. Oh, die Nachfrage? Ist die Nachfrage gedeckt? Oi, die Nachfrage nach Hightech-Industrie ist gedeckt. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in unseren Vorort. Wir müssen jetzt eigentlich diese ganzen Arbeitslosen hier weggehen. Ja, okay. Na, wobei. Ja, wir machen... Warum? 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 Mach mal Pause. Warum? Verdammt, nein, bitte nicht jetzt, nein. Bitte nicht die blöden Verträge kündigen. Ja, okay, da ist meine Uhr. Das heißt, die Folge ist jetzt voll. Nachbarschaftshandel. Mach doch bitte hier... Meine Güte. Mach mal Wasser und Energie und Müll. Ja, ist so, so. So, ist es jetzt gut? Verdammt nochmal. Ist jetzt gut. Ja, wir sind gerade unsere Stadt hier am Retten. Wir müssen eigentlich die Folge beenden, aber die Rettungsaktion ist jetzt halt noch benötigt, ne? So. So.
Sie kommen wieder, okay, das ist das Wichtigste. So. Ja, wobei. Wobei eigentlich. Ja doch, wir haben zu viel von irgendwas. Wir haben zu viel Energie, nehme ich an. So viel Wasser auch. So, ah nein, Energie ist nicht zu viel. So. Wirtschaftshandel, Energie. So. Oh, guck mal hier. Okay, was ist das? Handel abbrechen. Was soll das denn? Ja, ja gut. Au. Ja gut, Wassermangel. Aber der Wassermangel ist ja jetzt schon wieder. Naja, wartet mal. Ich mache das nochmal neu, würde ich sagen. Weil die Jobs hier möchte ich schon gerne halten. Wir machen mal den hier. Okay, dass wir hier nämlich die Jobs schön behalten, wisst ihr? So. Alles klar. Alles klar, da können wir ja so weitermachen, ne? Alter, 46.000, warum das denn jetzt auf einmal? So. Ja, sehr gut. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, ja, wenn euch diese Folge von SimCity 4 gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.